Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, nachdem die letzte Strecke so war, machen wir jetzt eine neue Strecke. Und die Frage ist, wo natürlich? Wir haben ja hier irgendwo zum Start hier. Fangen wir bei Astra Promenade an. Fahren hier hoch. Doch, wir nehmen hier so die Stadtstrecke aus und fahren dann zurück locker zu unserem Hauptziel. Was ich gerne machen möchte, also erstmal, der Name von der ist natürlich die Astra Promenade. Können wir einen Bindestrich machen? Ja. Krenusplatz. Was ich sehr gerne machen möchte, in meiner Heimat heißen die Busse immer so. Obwohl, es ist schon der B-Bus. Man kann ja hin und her ziehen, aber das möchte ich nicht. So, dann speichern wir das Ganze mal. Das ist natürlich dann der Strecke anpassen. Der A-Bus. Und dann sollen wir den B-Bus fahren. Und die neue Strecke fahren. Danach sollen wir die noch erweitern. Obwohl, da bin ich ganz bescheuert, wenn ich... Wir nehmen das raus. So, da haben wir 4 Haltestellen. Ne, 5 Haltestellen. Warum auch immer hier eine 4 steht. Speichern das und fahren die Fahrt mit unserem Citro K, den ich jetzt so gelb lackiert habe. Yay! Und wir fahren wieder nachts. Ist kein Muss, aber wir fahren nachts. Alles okay, freut mich trotzdem. Okay. Gut zu wissen, ich muss immer raustappen. Damit das ordentlich funktioniert. Tür schließen. Dreimal auf I drücken. Wir machen die Passagierbeleuchtung an, die Fahrerkabine. Dann wird das hier noch angemacht. Der Tempomat ist drinne. Wir machen... Achso, ja. P. So. Und dann dürfte der Bus schon einsatzbereit sein. Und wir fahren los. Ah ne, halt. Ich habe gerade die Punkte ein bisschen falsch gedeutet. Alles gut. Weit eingelenkt, aber das macht doch nichts, Leute. So, willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder einsteigt hier. Wieder blinken. Und Fenster ist mal zu. Also in der Nacht brauche ich, glaube ich, obwohl eigentlich wieder brauche ich mein Ex. Nachts bräuchte man durch ein Fenster auf, das wäre viel, viel angenehmer. Ja, aber da fahre ich die nochmal zurück, nur weil du die Haustür vergessen hast. So, da will ich noch aussteigen. Okay. Einige Fahrkarten, bitte. Ach du Scheiße. Halt, kommen wir drauf. Senior 3. Nein, zurück. Ach, genau passend, das passt ja trotzdem. Ich hätte nicht gedacht, dass der Rest der Familie von Amber festhängt. Nicht schon wieder. Dönis war erst reingesprungen, das passt aber trotzdem. Weil ich fahre pünktlich los, ich bin der pünktliche Mansi. Hoffe ich mal, dass es mein Spitzname ist.
Ich weiß nicht, ob ich die Vorfahrt hatte. Aber man gewöhnt sich richtig an. An die Steuerung mit der Maus. Brauch eine Fahrkarte. Ja, du möchtest natürlich wieder für den Tag. Irgendwas stimmt hier nicht. Danke. Gut, danke, dass du es mir passend gegeben hast. Oh, und da war es natürlich dann gleich schon wieder. Ich werde die andere Strecke gleich hinten ranfahren. Aber eben von der anderen Seite dieses Mal, und ich will das tagsfahren. Dein Pech. Dein Pech, dass du eingeschlafen bist, da kann ich das nicht dafür. Ich weiß, es ist kein Schweizerdeutsch. Dazu macht es mir Spaß, zu reden. Auch wenn ich keine Vorfahrt habe, aber... Hoppala. Das war eng. So. Mediencenter Astra. Gone. Will ich noch was dazu sagen? Einzeln. Senior. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh, eine Woche, das gibt ja wieder Geld. Mensch, aber Standard leider. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Oh, eine Tage Studentenkarte einzeln. Hier bitte schön. Wie viel kriegst du? Oh. Was denn? Das freut mich ja. Oh nee, das ist doch nicht zum Mäusemelken. Ich will ordentlich, soll es schon im Bus aussehen. So, da ist die andere Maus auch schon munter. Freut mich, nice. Geil. Dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, ich möchte von unten reinfahren. Das ist ein bisschen schade, weil... Das ist ein Lückchen. Oh nein. Das ist schon wieder Zeit für die Krankheitszeit. So, Frage ist, ist der Part jetzt lang genug? Ich glaube, wir hängen noch die Innenfahrt dran. Ist mir jetzt egal, weil es macht extrem... Also es macht Spaß, auch wenn es nicht gerade geil aussieht. Aber man gewöhnt sich richtig dran. Finde ich. Ich freue mich auch, wenn das irgendjemand anderes noch hat und man im Multiplayer das spielen kann. Also, ich glaube, das wäre total. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. So. Sonst ist alles sauer, das voll. Es glänzt hier drin. Nice. Aber man gewöhnt sich dran schon die Steuerung, das ist schon geil. Dann fahren wir mal ganz schnell. Das war sehr, sehr knapp. Komisch, die Haltestelle kommt das nächste noch dazu und die fahren wir aber in diesem Part noch, aber rückwärts und ordentlicher, obwohl ordentlicher geht schon fast gar nicht mehr, das ist ja schon ordentlich genug. Da kommen wir eben das vorne raus und dann kommen wir so rein. Diese scheiß Huckel hier.
So, und dann fahren wir in the garage. Und raus. Das sieht so geil aus. Kein Minus. Level up. Eierungsstrafei. Nice, halt. Weil wir kriegen jetzt pro Haltestelle, hier kriegen wir eine Person mehr. Oder? Können weitere Fahrer. Achso, es können mehr Fahrer diese. Ah, okay, so ist das. Mhm. So 18.000 und Streckenplaner, wir machen das ganz ganz schnell hier, Strecke hinzufügen, da bekommt sie die. Ach so, wir sollen die jetzt aber erweitern, bekommt sie trotzdem noch die dazu, da führt sie nämlich hier drüben die aus und dann können wir nämlich irgendwann mal nochmal, obwohl eigentlich ist die Haltestelle gut bedient, außer die beiden. So, und die fahren wir jetzt aber schön. Astra Grenius Platz. Wer hier ist damit gemeint? Die jetzt? Weil ich das hier hinzugefügt habe, heißt die jetzt so. Nee. Welche soll ich denn jetzt fahren? Hä? ich würde mal sagen, die soll ich fahren. Und wenn nicht, mache ich das dann nochmal AFK. Und die andere, wir fahren diesmal. Oh komm, wir fahren regnerischen Tag. Schnellstart aus. Einstellung umgekehrte Strecke an. Und wir starten die Fahrt. Weil der Rest mit dem Blumen und alles kommt dann später noch. Und ich hoffe, das ist die richtige Fahrt, weil nicht, dann muss ich nochmal später nochmal die andere machen. So. Oh, das regnet. Das regnet, Mensch. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, er fährt nicht aus. Das kommt vielleicht dann später nochmal. Okay. Sieht eigentlich geil aus. Jetzt müssen wir mal wissen, wo der Peibenwischer ist. Der Peibenwischer. Hupe, Handbremse, irgendwo hier muss er ja jetzt sein. Feststellt, Zündung, Arm runter. Scheinwischer auf B. Alles klar. Okay, das mit dem Regen sieht noch komisch aus. Das ist sofort. Uff. Aber die Leute haben Regenschirmer. Das ist geil. Das sieht geil aus. Auch die Regeneffekte sind geil. Da können sich andere Leute noch hier was eine Scheibe abschneiden. ETS. Aber lassen wir es mal. Eine Fahrt. Oh. Ja, Tag, Standard. Schon wieder zu viel. Das stimmt hier irgendwas nicht.
Woche Standard 2 Stück können. Danke. So, dann machen wir die 2 zu, dann muss noch die habe ich gerade nicht gesehen. Warte mal. Klar, hier, bitte. Okay. Wir gehen schon mit 3. Okay. Die Zeit dürfen wir uns mal erlauben. Ja, Sandblenden brauchen wir jetzt nicht. Oh, scheiß Rampe. Alter! Die Bremse funktioniert ja fast gar nicht. Alter, was ist denn hier jetzt los? Gut, hier will keiner rüber. Alter, im Regen ist ja hier komplettes Chaos. Okay, und was habe ich hier erfahren? Alles klar. Eine Fahrkarte bitte. Eine Woche auf Standard. Und wir sind eine halbe Minute im Vollzug. Ne, da müssen wir uns mal beeilen. Ich glaube, Regen fahre ich nicht mehr so schnell. Das wird ja heute noch ein langer Part. Dadurch, dass... Ja, wir haben Tag. Es ist Tag, deswegen ist so viel Verkehr. Aber es macht eben so viel Spaß. Ich habe gedacht so, naja, gut, machen wir noch schnell. Jetzt überleg mal, regnische Nacht. Das wird ja ihn umbringen. Oh, cool, die Leute rennen sogar, wenn es regnet. Ist ja noch richtig geiler. Also Südspeicher. Hallo, ich habe Vorfahrt. Du Arschloch. So, haben wir wieder eine körperliche behinderte Person hier? Nein. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Woche Standard. 2 Stück. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo, lieben gern. Es gibt ja wieder Geld in die Kasse. Eine Seniorenkarte. Ach du Chef. Ja, schon wieder zu viel. Ich würde lieben gerne mal kontrollieren jetzt. Es gibt bestimmt ein, zwei Leute, die nicht bezahlt haben. Was, wenn ich das jetzt mal schnell mache? Wie oft? Was? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe... Wie oft wollen Sie die denn noch... Wo habe ich denn... Ja, gut. Haben alle eine gültige. Och, Mann. Was ist denn das für ein Licht hier? Okay.
war fast pünktlich. Naja, bleiben wir uns mal mit. Keine benannte Person, das freut mich doch immer wieder. Eine Fahrkarte bitte. Ein Tag Standard trocken. So, danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Man muss extrem langsam machen. Dann rechnet das richtig an. Ja, Siggi, darfst du einen Standard haben? Danke. So, dann gehen wir zurück, machen natürlich wieder beide Türen zu und... Eine Minute im Vollzug, scheiße, Leute. Aber es ist auch so ein Projekt hier, merke ich, da muss ich ein bisschen mehr reden, damit es nicht ganz ruhig wird. Alter, das ist eine Schlange hier. Oh, scheiße, Blinker gerade anwesend. So, es ist die vorletzte. Alter, okay. Vorletzte. Ich hoffe, hier war keine benannte Person. Hat sie mich gegrüßt? Hi. Was? Ach so. Na klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Die ist doch gerade das eingestiegen. Der. Und Schätze, bitte aussteigen. Freut mich. So, da ist mein anderer Moos. Hallo, Jasmin. Hallo, Jasmin. Kriegst du ja noch was essen, denn wir sind nämlich am Ende des Partys. Und ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part hier gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben. Und nur wenn der ganze Part gefallen hat, dann nicht, dann gebt einen Daumen nach unten, schreibt einen Kommentar, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Die Ausbildung gibt es natürlich in den nächsten Parts, denn dann wird nämlich die alte wieder losquatschen, weil wir ja die Mission geschafft haben. Und ab dann wird es auch einen neuen LKW geben. Seid mal gespannt, welchen LKW es gibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann Support. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Alles kein Problem. Sagt euer Mann Sie. Ciao, ciao.